Hälfte zurück. Drei, vier, fünf Mann an der Mittellinie versuchen früh zu stören. Votava. Und die erste große Werder-Chance. Und der Ball ist im Tor. In der dritten Spielminute das frühe Führungstor für Werder Bremen. Das war ungemein wichtig. Und der Torschütze Frank Neubart, genauso wie vor drei Wochen hier gegen Spartak Moskau, auch Neubart mit dem frühen Tor. Hier sehen wir es nochmal aus der Hintertorperspektive. Da sah die Abwehr von Dynamo Tiflis überhaupt nicht gut aus. Vorbei noch einmal und dann gar nicht scharf, aber den Torhüter Kabelja auf dem falschen Fuß erwischt. 1:0 für Werder. Zweibar mit der 7 am kurzen Pfosten. Meier. Und da muss das Tor fallen, jawohl! Das 2:0 für die Bremer, völlig ungedeckt, war da Karl-Heinz Riedle. In der 18. Minute das 2:0 für den SV Werder. Das schauen wir uns nochmal an. Schauen Sie mal, wie frei Riedle hier zum Kopfball hochsteigen kann. Da hat Gabriel ja überhaupt keine Chance. Also in der Abwehr, da stimmt es überhaupt nicht bei Dynamo Tiflis, aber das soll den Bremern nur recht sein. 2:0 nach 18 Minuten. Das hört sich gut an. Werder kann, wenn die Mannschaft so konzentriert weiterspielt, sich keine Blößen in der Abwehr gibt, wie einige Male, kann heute schon fast alles klar machen für die nächste Runde. Wieder ein Missverständnis im Abwehrzentrum der Bremer und da ist es passiert. So schnell geht das. Cengelia. Ein wichtiges Tor für Tiflis. Hoffentlich bereuen die Bremer nicht später, dass sie hier geschlafen haben. Missverständnis im Abwehrzentrum. Und Cengelia, dieser quick, lebendige, leichtfüßige Linksaußen, sofort dazwischen, nutzt die Chance und versetzt Oliver Reck. So schnell geht das. Eine ähnliche Szene sahen wir vor drei Wochen gegen Moskau, da jubelten die Bremer auch noch, damals über das 6:1 und im Gegenzug vom Anschluss weg das 6:2, nur noch 2:1. Das ist bitter für Werder. Konzentration ist angesagt, ganz wichtig. Kein Abseits, scharf. Tja, so schnell geht das im Fußball. Da glaubt man sich schon deutlich auf der Straße des Sieges. Eine kleine Unachtsamkeit und schon ist es passiert. Das ist German Sonin, der 61-jährige Trainer von Dynamo Tiflis, der die Mannschaft erst am 31. August dieses Jahres übernommen hat, als sie tief im Abstiegsstrudel steckte. Und der seitdem mit seiner Mannschaft in 8 Spielen ein einziges Mal nur verloren hat. Norbert Meier für den SV Werder. Chancen gibt es genug für die Bremer. Ketashvili. Haben natürlich Zeit. Spieler aus Tiflis. 2:1, wenn das Ende wäre, zweifellos ein gutes Ergebnis aus Sicht der Gäste. Zweibar mit der 7.
Leichtfüßig sind sie. Technisch gut am Ball, dribbelstark. Der Torschütze, Schengelia. Mit der 9, das ist Korgalice. Schöner Pass in die Tiefe. Das ist offensichtlich das Rezept von Dynamo Tiflis. Die schnellen Spitzen, vor allem den Linksaußen Ramas, Schengelia, in Szene zu setzen, vor allem mit Steilpässen. Brazet.